Noriaki Kasai. Nach Funaki, der zweite Japaner, der jetzt hier nach unten geht, der Altmeister. Selbstvertrauen zurück seit Willingen, wo die Japaner durchgehend vorne dabei sein gewesen sind. Und aufpassen. Ja, Glück gehabt. Das ging ein bisschen knapp an die Bande unten ran. Ja, und das ist genau die Mauer. Im Sommer ist es ja ein Schwimmbad hier. Also hat man hier die Schwimmbadmauer gesehen. Und man sieht doch, wenn die Springer eben mit über 100 Stundenkilometer unten zum Fall kommen, dann ist es auch, wenn es noch so breit erscheint, recht kurz, diese Auslaufzone. Und da hat er wirklich Glück gehabt, wobei diese Stürze nicht ganz ungefährlich sind, was die Kreuzbänder oder die Bänder im Knie anbelangt. Gerade wenn die Ski sich verdrehen. Und jetzt schauen wir nochmal an, was gelegen hat. Nach meiner Meinung ist er ein bisschen zu sehr auf dem Vorderfuß gelandet und deswegen hat sie ihn einfach dem Ski verdreht. Ja, auf dem rechten Fuß gelandet, den linken keinen Druck gekriegt und dann geht's dahin.